René Zeyer, Autor des Buches Armut ist Diebstahl, warum die Armen uns ruinieren, zeigt sich in der NZZ höchst besorgt. Stigmatisierte Meinungsträger werden von Haltungsjournalisten aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen. PolitikerInnen von neurechten Parteien wie der AfD und der FPÖ werde vorgeworfen, faschistisches Gedankengut zu verbreiten. Dabei sei Faschismus ein derartig diffuser Begriff, dass sich seine Verwendung heutzutage generell verbiete. Zeyer bezieht sich hier auf einen anderen Artikel, der 2017 im Tagesanzeiger erschien. Darin wird in Anlehnung an Umberto Ecos Essay Urfaschismus eine Identifizierung 14 urfaschistischer Sprachmuster in verschiedenen neurechten Parteien vorgenommen. Nun ließe sich berechtigterweise kritisieren, dass die Behauptung, Eco beschränke sich in seinem Essay auf Sprachmuster und Metaphern, falsch ist. Vielmehr beschreibt er 14 Denk-, Rede- und Handlungsmuster in faschistischen Bewegungen. Diese Ungenauigkeit erwähnt Zeyer aber nicht explizit. Ob Ecos Herausstellung dieser Merkmale aus seiner Sicht irgendeinen Wert hat, wird ebenso wenig klar. Stattdessen schwadroniert er ziellos herum, es habe beeindruckende Forschung zum Totalitarismus des 20. Jahrhunderts gegeben, es sei aber perfide, heute lebenden Personen und heute existierenden Bewegungen ähnliche Merkmale zu unterstellen. Warum ist das perfide? Das wird nicht gesagt. Wohl weil heute heute ist und damals damals war und überhaupt nichts und niemand mit tatsächlichen Nazis zu vergleichen ist oder so. Vielleicht ist es auch perfide, weil Zeyer als Berater für Banken und Finanzdienstleister ökonomisch hervorragend gestellt ist und neurechte Bewegungen seine menschenfeindliche Doktrine vom radikalen Abbau aller Sozialleistungen teilen. Kurzum, es geht in diesem Artikel schlicht und einfach darum, neurechte Bewegungen von Assoziationen mit Faschismus und sogar von Assoziationen mit faschistoiden Charakteristika grundsätzlich freizusprechen. Ohne wirkliche Argumentation dahinter. Ich denke nicht, dass Herr Zeyer selbst ein Faschist ist. Er weiß aber ganz genau, dass sein Streben nach maximaler Anhäufung von Reichtum durch wenige mit linker Ideologie im Konflikt steht. Mit rechter, faschistischer Ideologie nicht wirklich. Zwar gibt es durchaus Beispiele für Gesetze in faschistischen Staaten, die bestimmte Arten des Anhäufens von Reichtum behinderten. Zu nennen wäre da etwa das Anti-Pornografie-Gesetz in Francos Spanien. Am Beispiel der aktuellen brasilianischen Regierung zeigt sich aber, wie hervorragend erbarmungsloser, entfesselter Kapitalismus mit faschistischer Rhetorik und der gezielten Entmenschlichung von marginalisierten Gruppen harmoniert. Die vielfache Unterstützung faschistischer Coups in Südamerika und anderswo durch die USA zeigt indes, dass Faschismus durchaus nicht bad for business ist. Und warum sollte Zeyer etwas kritisieren, das ihm und seinen Freundinnen beim Reicherwerden nicht im Weg steht, ja sogar helfen könnte? Allein die doch äußerst durchschaubare Agenda von wirtschaftsliberalen ExtremistInnen wie Herrn Zeyer zu analysieren, wäre mir kein Video wert gewesen. Wenden wir uns also einem Werk eines wesentlich bemerkenswerteren Denkers zu, dem Essay Urfaschismus. Umberto Ecos 14 Merkmale des Faschismus liefern, auch wenn Zeyer sie beiläufig beiseite schiebt, eine nützliche Grundlage, um moderne rechte Rhetorik, Symbolik und Politik zu analysieren. Eco selbst leitet ihre Auflistung mit relativierenden Worten ein. Diese Merkmale lassen sich nicht zu einem System organisieren. Viele von ihnen widersprechen einander und lassen sich außerdem auch anderen Formen des Despotismus oder Fanatismus zuordnen. Aber jedes einzelne von ihnen kann zum Kristallisationspunkt für den Faschismus werden.
Adorno äußert sich in seiner Rede zu den Aspekten des neuen Rechtsradikalismus ähnlich. Er sagt, dass es im Faschismus nie eine wirklich durchgebildete Theorie gab, dass es auf Macht, begriffslose Praxis, schließlich auf unbedingte Herrschaft ankam und dass demgegenüber der Geist, wie er in der Theorie sich niederschlägt, etwas Sekundäres ist. Eco hatte hier also nicht den Anspruch, eine in letzter Konsequenz kohärente und vollständige Charakterisierung einer politischen Philosophie zu liefern. Und doch greifen die von ihm identifizierten Merkmale auf vielfältige Art ineinander und bedingen sich gegenseitig. So wird ein ständiger Kampf, ein nie endender Kriegszustand, von FaschistInnen häufig zum Idealzustand erklärt. Praktischerweise wird durch diesen die heroische Männlichkeit, ein weiteres Ideal des Urfaschismus, gestärkt, während sogenannte entartete Elemente durch ihre angebliche inhärente Schwäche aus der Gesellschaft verschwinden. Wunderbar eindeutig vertritt ein stigmatisierter Meinungsträger namens Safe Space Invader auf Twitter diesen urfaschistischen Traum. Ein Bericht des Jugendmagazins Bento über eine Logopädin, die Transfrauen zu einer weiblicheren Stimme verhilft, kommentiert er mit den Worten: Wir brauchen dringend wieder Krieg. Transsexualität, Homosexualität und andere der Norm nicht entsprechende Eigenschaften werden von Rechten wie dem AfD-Politiker Thomas Rudi gerne als Symptome einer dekadenten Gesellschaft bezeichnet. Militarismus, Krieg und ein Fokus auf maskuliner Härte ist doch Höckes Ruf nach Wiederentdeckung der Männlichkeit in Wirklichkeit ein Ruf nach Wiederentdeckung der Grausamkeit? Sollen solchen Entartungen den gar ausmachen und wieder Normalität einkehren lassen? Dass die AfD eine Militarisierung der deutschen Gesellschaft für wünschenswert hält, steht außer Frage. Lassen wir doch den Parteivorsitzenden Gauland ein wenig darüber reden. Die Deutschen haben ein gestörtes Verhältnis zur militärischen Gewalt. Sie betrachten sie nicht als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln im Sinne von Clausewitz, sondern als das schlechthin Böse und Falsche. Als ein Mittel, aus dem nie und unter keinen Umständen Brauchbares entstehen könne. Statt immer von Neuem die pazifistische Melodie zu singen, wäre es klug, eine politische zu intonieren, weil eben militärische Gewalt nicht an sich schlecht, sondern nur als falsche Politik schlecht ist. Das aber setzt voraus, dass die Deutschen wieder eine Tatsache der Weltgeschichte akzeptieren lernen, die Bismarck in seiner ersten Regierungserklärung als preußischer Ministerpräsident 1862 in die berühmten Worte fasste: Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Die Rückkehr zu einer Zeit, in der das Militär stets kriegsbereit, äußerst hart und gefürchtet war, wurde im Zuge der systematischen Demütigung einer transsexuellen Soldatin durch mehrere AfD-PolitikerInnen, die ich in meinem ersten Video beschrieben habe, ja mehrmals beschworen. Politisch umgesetzt wurde eine Reinigung des Militärs von entarteten Elementen, indes von der Trump-Regierung mittels ihres Transgender-Bans. Solche Maßnahmen und alle Maßnahmen, die Angehörige von Minderheiten aus dem öffentlichen Leben verschwinden lassen, sind im Sinne eines extremen Traditionalismus und der Rückkehr zu einer verklärten Zeit, in der alles noch normal und richtig war, zu interpretieren. Dies ist ein weiteres, man könnte sagen, das zentrale Merkmal des Urfaschismus. Eine ähnliche Symbiose von Traditionalismus und Militarismus zeigt sich bei der Schweizer SVP. Ihr ist es ein Anliegen, dass keine Soldatinnen mit Kopftuch in der Armee dienen. Hier geht es um das Entfernen von Menschen aus dem Militär, die einer urfaschistischen Vorstellung von Reinheit der Schweizer Kultur nicht entsprechen. Vielleicht sorgt man sich auch darum,
dass es einer muslimischen Soldatin schwerer zu vermitteln sein könnte, an der Grenze auf muslimische Geflüchtete zu schießen. Die eigene Gruppe muss reingehalten werden von Angehörigen der zu Feinden erklärten Gruppen. Wie sonst soll ein hinreichendes Maß an Grausamkeit gegen Angehörige dieser Gruppen sichergestellt werden? Der Fokus auf das Militär scheint mir im Kontext dieser Analyse deshalb passend, da es doch so eine Art Parallelgesellschaft bildet, in der rechte Ideale wie Autoritätshörigkeit und Gewaltbereitschaft in einem höheren Maße aufrechterhalten werden als im Großteil der Bevölkerung. Dies ist nur teilweise davon abhängig, wie rechts die Regierung ist, der das Militär untersteht. Einfach durch den Zweck, den es erfüllt, und die Befehlshierarchie ist das eigentlich immer in einem gewissen Maß gewährleistet. Gleichzeitig ist es natürlich eines der wichtigsten Mittel, um die Bevölkerung, insbesondere Minderheiten, einzuschüchtern, um Macht zu demonstrieren und Machtinteressen durchzusetzen. Und es geht hier natürlich nicht nur um das offizielle Militär eines Staates, sondern ebenso um militaristische Symbolik und Ästhetik. Diese zeigte sich in recht extremer Ausprägung in einem Auftritt des ehemaligen österreichischen Vizekanzlers Heinz Christian Strache. Gegen Herrn Zeyer wird hier sicherlich nicht marschiert. Die Angehörigen marginalisierter Gruppen, die von solchen Märschen eingeschüchtert werden sollen, ja deren Tilgung aus der Gesellschaft in der Vergangenheit von durchaus ähnlichen Märschen eingeleitet wurde, sind für ihn sowieso unsichtbar. Solange sie nicht reich sind und somit Freiheit verdienen, überlassen Marktdarwinisten wie Zeyer sie gerne der Gewalt von Sozialdarwinisten. Strache wurde natürlich auch in der NZZ nach seinem Ibiza-Skandal scharf kritisiert. Ebenfalls wird in einem NZZ-Artikel eingeräumt, seine Partei, die FPÖ, sei in einem nationalsozialistisch geprägten Milieu entstanden. Dies macht den Umstand, dass in einem anderen Artikel in derselben Zeitung behauptet werden kann, der FPÖ faschistische Tendenzen vorzuwerfen, entbehre jeder faktischen Grundlage, umso unverständlicher. Denn das Schlimme an Zeyers Artikel ist nicht, dass er eine andere Meinung zu neurechten Parteien hat als andere JournalistInnen, die für die NZZ schreiben, sondern dass er bewusst Fakten ignoriert und ausblendet. Die eindeutigste, unverkennbarste urfaschistische Gemeinsamkeit aller europäischen neurechten Parteien ist natürlich die Dämonisierung geflüchteter Menschen und MigrantInnen als Bedrohung von außen, als politisch koordinierte Unterwanderung des Abendlandes. Diese lässt sich Ecos Formulierung folgend als Kristallisationspunkt herausstellen, als Hauptanknüpfungspunkt an weit verbreitete Ressentiments in der Bevölkerung. Selbst darüber verliert Zeyer kein Wort. Die NZZ-Redaktion sollte es wirklich in Erwägung ziehen, dieses Bild nachträglich in den Artikel einzufügen, mit Herrn Zeyer oben auf dem Teppichberg. Rechte Bewegungen von Faschismus-Assoziationen freizusprechen, reicht Zeyer aber nicht aus. Er dreht den Spieß um, denkt er zumindest. Und hier wird es tatsächlich perfide. Die Kraniologie, also die Pseudowissenschaft der Schädelkunde, die im Nationalsozialismus hoch im Kurs war, sei zurück. Und zwar auf linker Seite. Die These, die Gehirnregion der Amygdala sei bei WählerInnen rechter Parteien stärker ausgeprägt als bei WählerInnen anderer Parteien, wird hier angeführt. Und ach so, nein, nichts weiter. Auf den Wogen dieser einen These, die ich selbst für äußerst fragwürdig halte, lässt sich Zeyer dann zur Beschwörung von Umerziehungslagern treiben, in denen das ach so linke politische Establishment
die neurologisch pathologisierten, stigmatisierten MeinungsträgerInnen heilen wolle. Wohlgemerkt in einem Artikel, in dem er der Gegenseite Hysterie unterstellt. Kein Wort verliert er hingegen über den tatsächlichen pseudowissenschaftlichen Rassismus, über verschiedene Gehirngrößen und Intelligenzgrade bei verschiedenen Rassen von Menschen, der tatsächlich von vielen Rechten propagiert wird. Kein Wort über rechte PropagandistInnen wie Stefan Molyneux, der mit fast 1 Million AbonnentInnen auf YouTube solche Thesen verkündet. But is there evidence that it's genetic? This is, yes. I'm not a geneticist. Yes. So genetic in what regard? I mean, if we took the brain of a 25-year-old black man and the brain of a 25-year-old white man, what is it that they're doing that... Different sizes. Yeah. Yeah. Und daraus, ganz wie zu Nazi-Zeiten, die Konsequenz weißer Ethnostaaten zieht. I've always been skeptical of the ideas of white nationalism, of identitarianism and white identity. However, I am an empiricist and I could not help but notice that I could have peaceful, free, easy, civilized and safe discussions in what is essentially an all-white country. Molyneux teilt ja schließlich auch Zayers innigen Wunsch nach Deregulierung der Märkte und Abbau von Sozialleistungen. Bernd Höckes Aussagen zu angeblichen biologisch bedingten verschiedenen Ausbreitungstypen von Europäern und Afrikanern findet Zayer ebenfalls nicht erwähnenswert. Genauso bewertet er wohl das Gedicht des FPÖ-Vizebürgermeisters von Braunau, in dem er MigrantInnen explizit mit Ratten gleichsetzt. Das hat mit Nazi-Rhetorik rein gar nichts zu tun. Und Braunau ist ja auch schließlich nationalsozialistisch gänzlich unbelastet. Nun könnte man natürlich einwenden, warum kritisierst du die NZZ, diese angesehene bürgerliche Zeitung, statt tatsächlicher rechter Hetzblätter, in denen ausschließlich schlimmere Artikel als dieser erscheinen? Weil es potenziell gefährlicher ist, wenn sich Artikel wie dieser unter teilweise tatsächlich qualitativ hochwertigem Journalismus verstecken. Weil die Verharmlosung rechten Gedankenguts durch solch eine Zeitung viel effektiver an den Mainstream herangetragen werden kann. Rechtsruck heißt ja nicht, dass Millionen Menschen plötzlich zu Neonazis werden, sondern dass sich das politische Zentrum und damit das politisch Sag- und Denkbare nach rechts verschiebt. Ich glaube nicht, dass die Redaktion der NZZ eine faschistische Machtübernahme für wünschenswert hält. Aber man kann sich ja schon mal für den Fall der Fälle absichern. Was FaschistInnen tatsächlich von Meinungsfreiheit halten, zeigt sich ganz deutlich in dieser Aussage des amerikanischen Faschisten Richard Spencer. Long term, are we even pro free speech? No, of course not. But we have to use this platform in order. So we're being radically honest here. Yes, yeah. Radically pragmatic. Yes. Sollte sich in der Schweiz je ein System etablieren, in dem die Meinungen solcher jetzt noch so erbarmungslos stigmatisierten Meinungsträger zu den einzigen erlaubten Meinungen werden, kann die Redaktion der NZZ beruhigt sein. Man wird vorweisen können, dass man ausreichend menschenfeindliche und faschismusfreundliche Leute wie Herrn Zayer für sich hat schreiben lassen. Und mit diesen Initialen würde einer reibungslosen Integration in dieses neue System sowieso nichts im Weg stehen.